Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Unbound aus dieser wunderschönen, verlassenen, gewittrigen Stadt. Ich meine, ich kann verstehen, dass keiner draußen ist, weil es gewittert. Da ist es ja normal, dass man drin ist. Naja, jedenfalls soll hier irgendwo das geheime Versteck des Licht des Ruins sein. Schauen wir mal. Hey du, was tust du hier? Ich stehe Wache gegen Trainer wie dich. Die Hochrangigen haben mir gesagt, dass ich dafür sorgen soll, dass keiner reinkommt. Okay. Es war klar, dass irgendwann unsere Basis angegriffen wird. Okay. Aber ich hatte mit mehr gerechnet. Wenn du denkst, dass wir alles sind, dann hast du dich getäuscht. Unsere Nachhut wird bald ankommen und dich fertig machen. Ha. Danke, dass du meine Vermutung bestätigt hast. Baloui, warum erzählst du denn alles? Bist du dumm? Wenn es nur was machen würde. Selbst wenn jemand an mir vorbeikommt, unsere Sicherheitsmaßnahmen sind undurchdringbar. Hinter dieser Tür gibt es Reihen und Reihen von anderen Rüpeln, die nur darauf warten, dass jemand reinkommen will. Also, so, dann werde ich euch eben alle selber fertig machen. Was passiert jetzt? Wow. Okay. Ach, die haben sich einfach so ein Loch eingesprengt. Sieht so aus, als hättest du dich nicht auf den Füßen halten können, hä? Ich hab dir doch gesagt, dass noch mehr Leute kommen. Despota, Knirscher. Los, zurück. Was? Er hat es doch so kommen. Er hat es doch so gewollt. Schnell, lass uns reingehen, während er bewusstlos ist. Mann, was ein Eingang. Ha. Wir haben nicht viel Zeit, Miri. Der Rüpel, den ich gerade bewusstlos geschlagen habe, kann jederzeit wieder wach werden. Wir müssen uns beeilen. Die einzige Sache ist, da ist diese Sicherheitstür. Und die Rüpel auf der anderen Seite sehen nicht so aus, als hätten sie Lust, dass als würden sie uns ohne Kampf durchlassen. Woher weißt du, dass Typen auf der anderen Seite sind? Normalerweise müsste dann Decke drüber sein und du kannst nicht drüber gucken, weil du nicht in Vogelperspektive bist, aber okay. Logik. Wir brauchen einen Plan, um irgendwie an ihnen vorbeizukommen. Was zum... Ist das ein Schattenkrieger? Los, Flo... Oh nein, verschwinden wir. Komm schon, öffne dich. Okay, wir kommen... Nein, 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 das kann nicht sein. Warte, nein, bitte. Aklov hat mir versprochen, er würde mich beschützen, wenn ich ihm beitrete. Du kannst mich nicht verletzen, das darfst du nicht. Wow, was ist das für ein Ding? Tu was, Miri. Kannst du nicht mit ihm reden? Hä? Okay. Oh nein. Es boostet sich. Oh, es boostet sich noch mehr, als wäre das nicht gerade schon genug gewesen. Erstmal vergiften. Das ist immer am wichtigsten. Level 61, okay. Drachenklaue. Es scheint ein Drache zu sein. Oh, wow. Das war guter Schaden. Das war nicht guter Schaden. Wenn ich jetzt eine Fee hätte, die das irgendwie abfangen könnte. Habe ich aber nicht. Okay. Na, wenigstens bekommt er gut Schaden. Ich weiß noch nicht. Ich hoffe mal, X-Bat ist schneller, aber... Schauen wir mal. Nein, ist es nicht. Oh, wow, X-Bat hat überlebt. Beeindruckend, beeindruckend. Sieht nicht so aus, aber es hat eine gute Verteidigung, das gute Pokémon. Okay.
Die Reste des Schattenkriegers fielen auseinander und die Seele ist jetzt zur Ruhe gebettet. Das war knapp, Miri. Ein paar weitere Sekunden und wir wären beide verbrannt gewesen. Jetzt, da der Weg frei ist, lass uns weitergehen. Hoffentlich treffen wir nicht noch mehr von den Dingern. Feurio! Ich kann mal eben heilen. Ganz leise natürlich, dass uns der Rüpel hier nicht bemerkt und aufwacht. Ganz still. Er soll weiter schlafen. Warum fesseln wir ihn nicht? Das wäre doch mal einiges einfacher. Naja. Weiter geht's. Stopp! Ich weiß nicht, wie du die Wachen losgeworden bist. Oh, natürlich ist er jetzt wach. Aber ich werde dich trotzdem nicht reinlassen. Ach, das Symbol, das ist dieses Blatt von Floet, ne? Von Azetz. Ach, dass mir das jetzt erst aufgefallen ist. Alles klar. Autsch. Au, es hat sich selbst besiegt. Aha. Oh, das finde ich gut. Oh, er hatte einfach nur ein Pokémon. Es ist mir eigentlich auch egal, ob ich dich stoppe. Es ist nur dein Freund, der bezahlen muss für das, was er getan hat. Dann geht halt alle vor mir da runter. Schon okay. Bist du dumm? Jemand mit einem geschwächten Pokémon anzugreifen, da willst du doch verlieren. Warum? Du, ich komm zurück. Du hattest diesmal vielleicht Glück, aber wenn ich Verstärkung bekomme, bist du Toast. Oh nein, Teleport. Ich bin in der anderen Basis drumherum gekommen, jetzt habe ich hier Teleport. Ja, er hätte nicht mal eine Chance gehabt, selbst wenn sein Pokémon geheilt war. Ja, ich habe ihn jetzt schon zuerst fertig gemacht. Vielleicht, wenn er diese Reihen über Reihen von Rüpeln gehabt hätte, aber allein, na. Wo wir gerade davon reden, was denkst du, ist mit den Rüpeln passiert, von denen er gesagt hat, dass sie bereits auf uns gewartet haben? Ein paar Momente früher. Ja, ich denke, ich weiß, was mit den Rüpeln passiert ist, Feurio. Das ist euer Admin, der hier spricht. Ich werde die Situation vom Command-Raum aus beobachten. Alle Rüpel steht... Wenn erstmal die Schatten durch die Tür gebrochen sind, erledigt sie. Okay. Sie haben nicht mehr viele Leute und deswegen sind wir in der Überzahl. Sie haben keine Chance. Zeigt ihnen das Licht des Ruins. Ist das Schiff hier reingebrochen? Das Beben ist vorbei. Haben sie es geschafft? Macht euch bereit. Oh nein, das sind ja drei davon. Sie sind hinter uns. Vier. Oh, shit. Oh. Jetzt. Ich hatte schon mit einem Problem. Ich gehe einfach wieder, okay. Nun, ist ja auch egal, oder? Der Pfad ist geklärt, also weiter. Lass uns die Schatten finden, damit wir das alles beenden können. Je schneller, desto besser. Na guck mal, da kämpfen sie gegeneinander. Das ist ja witzig. Los, haut euch. Naja. Sie kämpfen alle gegeneinander. Sehr schön. Ich nehme mir, die aufgeschlagene Creme hier, ne? Oh. Oh nein, nein, nein. Wenn der Schattenkrieger zum Essen kommt, ist es... Okay. Wahrscheinlich muss ich dann gegen ihn kämpfen. Oh. Yep. Das ist ja toll.
Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Der macht wieder das gleiche wie der andere. Nichts Gutes nämlich. Okay, der hat jetzt einen anderen Typ. Interessant. Oh, ich habe überlebt. Aber nur so ganz knapp. Okay. Ja, Beulenhelm. Na toll. Ist sowieso keiner schneller. Wenn X-Bad nicht schneller ist, dann ist keiner schneller als das Ding. So. Hälfte-Schaden, über Hälfte-Schaden bei einem Ballreiser, das ist schon hart. So, die Überreste sind auseinandergefallen. Hey, du hast den Umhang weggezogen. Die einzige Möglichkeit, wie du die Schwäche kennst, ist, wenn du zusammen mit ihnen kämpfst. Und dann muss ich dich besiegen. Ich tue nur das, was Arceus von mir wollte. Und Arceus wollte, dass ich die Seelen zur Ruhe bette. Also muss ich das jetzt tun. Ich habe ja gar keine Wahl. Fantastisch. Mein armes, armes Gift-Pokémon. Einfach besiegt. Die Dinge sind schon echt unheimlich, diese Schattenkrieger. Hey, Level Ups. Yay. Chinotic? Das, also, der Name von dem Ding, ich habe ihn ja schon davor schon einmal gehört, das weiß ich. Und dachte mir auch schon, was ist das? Aber Lamelux ist auch nur bedingt besser, ne? Das ist der deutsche Name. Du dreckiger Schatten. Warum gehst du nicht dorthin, wo du herkommst? Geh und kämpf gegen deinen Admin, aber lass den Rest von uns allein. Einer der Buchstaben für das Passwort ist K. Dort ist sie, also geh. Ich habe noch gar kein Passwort gefragt, aber danke. Nett von ihm. So, wir brauchen jetzt erstmal einen Beleber. Warum nicht? Oh, warum ist es denn nicht auf dem richtigen Pokémon? Meine Güte. Ist das irritierend. Wo sind Hypertränke? Weiter oben wahrscheinlich, wenn sie da unten nicht sind. Ich könnte erstmal die Milch hier verbrauchen. Jetzt habe ich davon schon so viel gekauft. Muss man ja auch ausnutzen, oder? So. Links oder rechts? Nee, von rechts. Ich komme von oben. Links. Ein Hypertrank, okay. Wir setzen jetzt mal jemand anderen nach vorne. Vielleicht bekomme ich das Vieh dann schneller besiegt. Ich fürchte, ich muss gegen die alle kämpfen. Ich muss die ja eigentlich alle befreien. Wie konntest du die Schatten betrügen, Billy? Ah nein, das ist ein Rüpel und kein... Okay. Die haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Ich habe mich selbst zu dem gemacht, was ich bin. Ich habe meinen eigenen Pfad gewählt. Okay. Ah. Dann gehen wir da hinten mal rechts auf das Warpfeld. Mhm. Oh nein. Nein, verschwinde! Du, das ist deine Schuld. Wenn du und deine Freunde nicht meinen Cranbull besiegt hätten, dann könnte ich mich jetzt verteidigen. Oh ja, er dachte so, greife ich die Gegner an, greife ich Miri an, die auf unserer Seite ist. Greife ich Miri an. Passt. Ach. Ich hasse die Dinger, die sind so nervig. Ja. Ist denn überhaupt irgendwas gegen die effektiv oder nicht so? Oh. Fantastisch. Autsch. Ja, vielleicht nehmen wir doch ein anderes Pokémon. Überlebe ich das? Ja. Aber gerade so. Wenn ich jetzt eine Fee hätte, könnte ich so schön hin und her wechseln. Gift ist nicht sehr effektiv. Hm.
Ja, ich glaube, wir machen gegen die weiterhin meine vorherige Taktik mit zuerst vergiften und dann... Na, weiter geht's. Ich überlege immer noch, welcher Typ das sein könnte. Das ist so... One-Hitted, fantastisch. One-Hitted, wer ist in der Leitung oder so? Das ist halt nichts gegen sie effektiv. Oh, am Pharos hat das gefuckt. Beeindruckend. So, er ist auseinandergefallen. Sehr gut, aber ich denke, ich schulde dir jetzt was und deinem Freund. Wenn er mich nicht ausgenockt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch angegriffen worden, wie all die anderen Rüpel. Ich weiß nicht viel, aber ich kann sagen, dass einer der Buchstaben V ist. Jetzt sind wir quitt. K und V. Muss ich mir das aufschreiben oder merkt sich das mein Charakter? Das wäre ja schon nett, wenn ich mir das nicht merken müsste. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz heilen. Nein! Oh, Treppen in Pokémon. Es ist immer das Gleiche. Seit der ersten Generation ist es das Gleiche. Dass man ständig aus Versehen die Treppen hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter aus Versehen geht. So. Wenn ich nicht immer überall dagegen laufen würde. Na gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den rechts unten. Oh. Wieder gegen das Schattending kämpfen. Ich hasse diese Schattendinger, ich will nicht dagegen kämpfen. Okay. Betriebsgeheimnisse ausspionieren. So. Ja, tut mir leid. Ich muss das tun. Arceus hat gesagt, ich muss das tun, also tue ich es, weil... Wer will schon mit Arceus diskutieren, hä? Ist keine gute Idee, glaube ich. Okay, wir machen unsere übliche Taktik. Er macht auch seine übliche Taktik. So. Oh. Hey, den habe ich besser überlebt als den letzten. Das ist doch nett. So. Dass der immer nicht drauf geht, ist schon fies. Und dass ich nicht schneller bin. Dieses Ding ist einfach viel zu schnell. Mann, Mann, Mann. So. Du bist eine von ihnen. Du kommst, um unsere Basis anzugreifen. Das werde ich nicht zulassen. Okay. Und Flöte. Hallo, Flöte. Tschüss, Flöte. Und ein Deden. Süß. Das macht schon wieder super Zeit. Das hat das letzte Dedenne auch schon gemacht. Unsympathisch. Weißt du, das ist sehr unsympathisch. Aber ich bin froh, dass unsere Verstärkung anscheinend eingetroffen ist. Sonst wären die Schattenkrieger hier sicher nicht unterwegs. Okay, dann sag mir. K, V und L. Okay. Okay. Was sagt der Typ hier hinten? Hi. Oh, hi. Er läuft von mir weg. Ah, die wurden hierher geschickt von der Wissenschaftsvereinigung. Wenn sie offline sind, funktioniert hier nichts mehr. Ich verstehe es nicht. Warum würden sie weiter den Schatten helfen? Die Lichter des Ruins sind die einzigen, die wichtig sein sollten. Okay. Max-Beleber. Das ist ein cooles Ding. Kann man mal gratis mitnehmen. Oh nein, was? Hi.
Ich bin kein Schatten, ich bin Mirefi. Sehe ich aus wie ein Schatten? Ich glaube, du hast einen Schatten. Oh, die Hydropumpe, die trifft. Liebe ich sowas. Du kommst in den Kampf oder er trifft dich direkt mit einer Attacke, die nur eine 80%ige Treffchance hat. Besser kannst du gar nicht anfangen eigentlich. Finde ich. Ein Kampf kann nicht besser sein als so. Na, ob das Ding schneller ist? Nein. Sehr schön. Finde ich gut. Was ist das für ein Pokémon? Ah, ach ey. Das ist aber schneller. Wie schön, er hat Gras wachsen lassen. Das ist ja nett. In einem Kampf lasse ich auch immer Blümchen wachsen. Damit sich meine Gegner wohler fühlen oder so. Und ein Flöte. Sehr schön. Das nächste Ding zum Teleport. Ist das einfach eine Sackgasse? Hä? Hat er mich in der Sackgasse gehen lassen? Okay. Er macht sich nur Sorgen um mich. Das ist ja nett von ihm. Nein, zu gerade habe ich dich gesehen, aber gerade noch so. So. Ich dachte schon, ich komme nicht an dem Typ vorbei und muss jetzt für immer hier sein. Ich würde sagen, wir gehen nochmal heilen. Ja, oder wir laufen einfach die Treppen nochmal hoch und runter 20 Mal. Das ist auch okay. Ich hoffe, ihr habt daran Spaß. Willkommen zurück zu Treppen hoch und runter laufen. Folge 73. Heute laufen wir Treppen hoch und runter. Viel Spaß. So. Und zurück in die Basis. Hier links war ich noch nicht. Ach, hier haben wir wieder zwei, die miteinander kämpfen. Oh. Okay, den habe ich nicht gesehen. Du bist kein Schattenkrieger. Nee, ich bin Miri. Hi. Was hat das eigentlich gekostet, die ganze neue Einkleidung von den Leuten? Wer hat das bezahlt? Warum konnten sie nicht ihre andere Ausrüstung, Uniform, was auch immer anlassen? Wäre das nicht viel kostengünstiger gewesen? Haben sie die umsonst gekriegt, die neue Uniform? Lowly Level Up und ein Gardevoir. Oh. Oh. Gardevoir muss nicht sein. Okay. Wie schön. Ist das eine Fee? Warum habe ich das... Oh nein, Gardevoir ist jetzt eine Fee. Ich dachte Psycho und deswegen habe ich mein Pokémon eingesetzt, weil es Knirscher hat. Aber das ist ja nicht mehr sehr effektiv. Weil das Kackding ja so fehlt. Oh, oh. Drei Generationen gibt es jetzt schon Feen, ne? Ja, und ich krieg's immer noch nicht auf die Kette, welche Pokémon jetzt plötzlich Fee sind. Das ist auch echt fies, muss man ja sagen, ja. Was haben wir hier unten? Ein Zugarde, okay. Sehr schön. Hier geht's weiter. Zu einem Typ, der in der Ecke steht. Nein, tu mir nichts. Oh, warte, du bist kein Schattenkrieger. Die Dinger sind in die Basis eingedrungen und greifen alle an, die sie sehen. Da du keiner von ihnen bist, habe ich keine Angst, gegen dich zu kämpfen. Ich dachte, er ist jetzt nett oder so. Aha. Deiner Fee zeige ich jetzt mal, was nett ist. Das war nett. Da kannst du froh sein. Dass sich kein Schattenkrieger erwischt hat. Du hast ja keine Chance. Wenn ich dich nicht besiegen kann, habe ich keine Chance, den anderen zu besiegen. Aber vielleicht könnten es unsere Admins, wenn wir sie nur erreichen könnten. Okay, A. K, V, L und A. Kfla. Klaff. Was das wohl für ein Wort gibt? Glaubt ihr, das gibt überhaupt ein Wort oder sind das nur random Buchstaben?
Ich weiß es nicht. So, dann ziehen wir ihm mal den Umhang weg. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid. Ich wollte nicht stören. Eigentlich sind wir mehr oder weniger auf derselben Seite. Auch wenn Arceus gesagt hat, ich soll euch alle zur Ruhe betten, aber... Du verstehst schon, ne? Los, knirsch es, nein. Die Drachenklaue. Ja, wenigstens bekommt das Ding immer schön Schaden durch meinen Beulenhelm. Da will ich ja mal nichts sagen. Das ist schon in Ordnung. Eigentlich muss das leveln, deswegen müsste ich das ja eigentlich drin lassen. Damit es hat ja bisher quasi kein XP bekommen im Gegensatz zu den anderen, weil es immer wieder K.O. geht. Oh, schön. Oh, der Flammenwurf macht nicht so viel Schaden. Hast du vor, nochmal Flammenwurf einzusetzen? Das wäre fantastisch. Ah, natürlich nicht. Na, dann halt nicht. Fies von ihm. Okay. So, der Nächste, der kämpfen will. Ah, ich gehöre zu denen, wie die anderen auch. Oh, warte, er sagt, du kannst nicht so schlimm sein, wenn du einen von deinen eigenen besiegt hast. Ich bin dir dankbar für deine Hilfe. Ich denke, du wirst zum Admin gehen. Ich kann nicht viel helfen, aber ich kann dir einen Buchstaben geben. Und zwar... Ist das... Oh? Klo... Ich sehe da kein Wort drin. Wir werden es rausfinden. Oh, wie nett. Kannst du Pokémon heilen? Oh, du bist ja nett. Puh. Mein neuer bester Freund. Typ im Umhang 2. Ich glaube, ich bin gerade in den falschen Teleporter gelaufen. Ja gut, kann man machen. Leute, ich würde sagen... Wir waren hier auf allen Teleport-Dingern. Dann geht es da hinten jetzt weiter. Und das machen wir dann morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss.